Damen und Herren, an Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Eine Regionalbahn verlässt den Stuttgarter Hauptbahnhof. Bis ins Jahr 2019 hinein war ein solcher Zug das gewohnte Bild des Nahverkehrs in und um Stuttgart sowie in weiten Teilen Baden-Württembergs. Mittlerweile dominieren hier deutlich modernere weiß-gelbe Triebwagen, zum Großteil in den Händen der privaten Betreiber Go Ahead und Abellio. Durch die Vergabe der sogenannten Stuttgarter Netze änderte sich das Bild des Nahverkehrs im Raum Stuttgart in den letzten Jahren grundlegend. Was seitens des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg als die Revolution im Nahverkehr verkauft wird, wird in der lokalen Presse entlang der Strecke, aber auch von sehr vielen Eisenbahninteressierten, oft als Verschlechterung dargestellt. Grund genug also, mal einen objektiven Vorher-Nachher-Vergleich zu ziehen und sich die interessante Entwicklung auf den einzelnen Strecken im Raum Stuttgart anzuschauen. Und genau das machen wir in diesem Video. Viel Spaß! Bevor wir richtig durchstarten, möchte ich noch kurz den Umfang dieser Doku umreißen. Ich möchte mich hier mit dem Fahrplan und Fahrzeugangebot auf allen Strecken der Netze 1 bis 3 des neuen baden-württembergischen Ausschreibungssystems befassen. Das betrifft bis auf wenige Ausnahmen nahezu alle Strecken des ehemaligen großen Verkehrsvertrags, zu dem wir gleich kommen. Konkret wird es um die Strecken von Stuttgart ausgehend nach Karlsruhe, Heidelberg, Würzburg, Nürnberg, Aalen, Ulm, Tübingen und Singen gehen. Dabei werden neben den neu ausgeschriebenen Leistungen nur die zusätzlich auf den Streckenverkehrenden Linien erwähnt, die zum Verständnis des Konzepts zwingend notwendig sind, beziehungsweise im alten oder neuen Konzept einen direkten Zusammenhang mit den Linien der Stuttgarter Netze darstellen. Diese Dokumentation bildet damit keine Auskunft über den Gesamtverkehr einer Bahnstrecke, ebenso wenig wie über den Streckenverlauf oder die entlang der Strecke liegenden Betriebsstellen und deren Städte. Machen wir jetzt zunächst einen kurzen Ausflug in die Geschichte des baden-württembergischen Nahverkehrs. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand das uns heute bekannte System der Organisation von Nahverkehrsleistungen, bei dem vom Land bzw. einer oder mehrerer dem Land untergeordneten Organisation Regionalzugverkehre bestellt und ausgeschrieben werden müssen. Während manche Bundesländer schon sehr bald damit begannen, konkrete kleine Netze auszuschreiben, wurde in Baden-Württemberg im Jahr 2003 lediglich der sogenannte Große Verkehrsvertrag geschlossen, der so ziemlich alle wichtigen Bahnverbindungen in Baden-Württemberg bis 2016 an die DB Regio vergab. Da dieser Vertrag keine konkreten Fahrzeugeinsätze vorschrieb und die DB Regio dazu verpflichtet war, so wirtschaftlich wie möglich zu fahren, hätte sich eine kostspielige Anschaffung von Neufahrzeugen für sie als nachteilig erwiesen. Und so präsentierte sich der Nahverkehr rund um Stuttgart noch bis 2016 in einem zwar für Eisenbahnfans paradiesischen, für den Normalfahrgast jedoch ziemlich veralteten Zustand. Immerhin umfasste der N-Wagenbestand 2016 noch 400 Exemplare. Die Steuerwagen waren häufig noch solche Karlsruher Bauart. Und selbst bezüglich Doppelstock und Triebwagen ließen sich lediglich um die Jahrtausendwende beschaffte Exemplare auffinden. Hinzu kam, dass es in Baden-Württemberg keinen übergreifenden Verkehrsverbund gab und so 22 zum Teil nur auf kommunaler Ebene tätige Verkehrsverbünde existierten. Für Fahrten, die nicht im direkten Umland einer Stadt stattfanden, musste so immer tarifübergreifend gefahren werden. Zuständig für die Bestellung im beschiedenen Personennahverkehr war die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, kurz NVBW, die sich auf ihren Zügen mit der Aufschrift 3 Löwentakt Geltung verschaffte. Die im Jahr 2011 angetretene grün-rote Landesregierung hatte es sich dann zum Auftrag gemacht, die Attraktivität des Nahverkehrs in Baden-Württemberg deutlich zu steigern. Im September 2017 ging dafür die neue Marke Bewegt an den Start,
genauso wie der Bewegtarif, der seitdem übertarifliche Fahrten in ganz Baden-Württemberg ermöglicht und als eine Art Dachverband über den 22 kleinen Verkehrsverbünden betrachtet werden kann. Gleichzeitig sollten alle neu beschafften Fahrzeuge sowie ein Teil der bestehenden Fahrzeuge ein neues einheitliches weiß-gelbes Landesdesign tragen. Außerdem wurden für die Jahre 2018 bis 2020 neue Verkehrsverträge für alle wichtigen Verbindungen im Land vorbereitet, die in einzelne Netze aufgeteilt wurden. Für die Zeit bis dahin, also von 2016 bis 2019, handelte das Land mit der DB Regio zahlreiche Übergangsverträge aus, die in der Regel bereits Teilverbesserungen im Fahrplan und Fahrzeugsystem vorsahen. Dann liefen die Ausschreibungsverfahren an, über die das Land Baden-Württemberg auf der Homepage des Verkehrsministeriums recht ausführlich informiert. Für uns relevant sind die Netze 1 bis 3, wobei sich die Netze 1 und 3 noch jeweils in Teillose unterteilen. Aufgrund eines Formfehlers in den eingereichten Unterlagen wurde die DB Regio vom Vergabeverfahren des Netzes 1 von vornherein ausgeschlossen und verlor so einen Großteil der Zugleistungen im Raum Stuttgart. Die Lose 2 Rems-Vilf und 3 Franken-Enz konnte so Go Ahead, ein Tochterunternehmen des gleichnamigen englischen Bahnbetreibers, für sich entscheiden. Das Los 1 ging an Abellio Rail Baden-Württemberg, eine Tochter der niederländischen Staatsbahn. Das Netz 2 Bodensee Express und das Netz 3B Crailsheim-Freudenstadt-Konstanz konnte die DB Regio hingegen für sich entscheiden. Das Netz 3A Stuttgart-Nürnberg ging ebenfalls an Go Ahead. Wie genau sich auf diesen einzelnen Strecken der Zugverkehr verändert hat und was es Wissenswertes über die Übernahmezeit zu sagen gibt, dazu kommen wir jetzt im Rahmen der Betrachtung der einzelnen Strecken. Beginnen wir unsere kleine Reise mit der Vilstalbahn Stuttgart-Ulm. Bis Dezember 2016 gab es folgendes Konzept. Alle 2 Stunden verkehrte ein Interregio-Express, kurz IRE, der Stuttgart mit Lindau verband und dabei auf der Vilstalbahn nur in Plochingen, Göppingen und Geislingen einen Halt einlegte. Ungefähr eine halbe Stunde versetzt startete in Stuttgart ein stündlicher Regionalexpress nach Ulm, der jedoch im Gegensatz zum IRE auch in Bad Cannstatt, Esslingen, Reichenbach, Ebersbach, Uhingen, Faundau, Eislingen, Saalach, Süßen und Amstetten hielt und so für die Strecke 18 Minuten länger benötigte. Am Wochenende verkehrte der RE nur alle 2 Stunden, dafür gab es dann immer in der anderen Stunde eine Regionalbahn, die auf der gesamten Strecke überall hielt und so noch einmal 14 Minuten länger benötigte. Unter der Woche verkehrte die Regionalbahn immer nur auf Teilstrecken. Zum einen in Form einer stündlichen RB Plochingen-Geislingen, die alle 2 Stunden, immer dann, wenn kein IRE verkehrte, bereits am Stuttgarter Hauptbahnhof startete. Grob wurde mit dem RE zwischen Plochingen und Süßen, wo der RE überall hielt, ein 30-Minuten-Takt hergestellt. Außerdem pendelte eine Regionalbahn zwischen Geislingen und Ulm, vormittags größtenteils im 2-Stunden- und nachmittags größtenteils im Stundentakt. Der IRE bestand aus 4, der RE aus 5 Doppelstockwagen der 4. Generation. Beide wurden von 146.2 E-Loks gezogen, weil beim IRE in Ulm immer ein Lokwechsel auf 218er Dieselloks stattfand, um über die nicht elektrifizierte Strecke nach Lindau weiterzufahren. Die Regionalbahn verkehrte gemischt mit N-Wagen und E-Loks der Baureihe 143. Und Elektrotriebwagen der Baureihen 425 und 426.
Zu diesen Regionalzügen kommen auf der Vilstalbahn noch etliche Fern- und Güterzüge, die unter anderem dafür verantwortlich sind, dass die Regionalbahnen größtenteils nur auf Teilstrecken oder mit etlichen Überholungen verkehren müssen und die Fahrplangestaltung auf der Strecke allgemein recht eingeschränkt ist. Ab Dezember 2016 änderte sich im Rahmen des Übergangsvertrags das Konzept im Vilstal recht grundlegend. Der IRE wurde zum RE umbezeichnet und hielt nun auch in Esslingen, verkehrte aber dafür im Stundentakt. Dafür wurde der bisherige RE zur RB umbezeichnet und hielt auf der gesamten Strecke überall. In Geislingen legte dieser dabei immer einen 20-minütigen Aufenthalt ein, in dem der IRE und zwei Fernzüge jede Stunde überholten. Fahrgäste hinter Geislingen hatten so die Möglichkeit, zum einen eine schnelle Verbindung mit oder eine langsame Verbindung ohne Umstieg gen Stuttgart zu wählen. Gleiches galt für Fahrgäste westlich von Geislingen in Richtung Ulm. Vereinzelt war die RB auch in Geislingen gebrochen, sodass umgestiegen werden musste. Hinzu kamen von Montag bis Freitag stündliche RB-Verstärker zwischen Plochingen und Süßen, die vereinzelt bereits in Stuttgart oder Esslingen starteten oder bis Geislingen oder Lonsee verlängert waren. Genauso wie vorher wurde so von Montag bis Freitag zwischen Plochingen und Süßen ein ungefährer 30-Minuten-Takt hergestellt. Der RE verkehrte wie zuvor der IRE immer mit 4 Doppelstockwagen der 4. Generation und 146er E-Loks. Neu war lediglich, dass der Lokwechsel in Ulm jetzt nicht mehr nur auf 218er, sondern auch zu etwa 2/3 auf 245er erfolgte. Der RB Langläufer verkehrte wie der frühere RE mit Doppelstockwagen, nun allerdings mit einem Misch aus 3, 4 und 5 Wagengarnituren sowie einem Misch aus Doppelstockwagen der 3. und 4. Generation. Ab 2019 ließen sich auf der RB auch regelmäßig 111er sehen. Gleichzeitig kam es auch auf dem RE auch immer wieder vor, dass der planmäßige Lokwechsel in Ulm auf Dieselloks der Baureihe 218 oder 245 ausfiel und diese Loks so bis Stuttgart weiterfuhren. Und das waren nur die häufigsten Abweichungen, insbesondere im letzten Fahrplanjahr gab es gerade auf der Vilstalbahn einen sehr bunten Verkehr, der auf dem RE unter anderem auch 612 Einsätze zu bieten hatte, 629 Einsätze oder auch vereinzelt sogar 611 Einsätze auf der RB. Die Kurzläufer RB Plochingen-Süßen verkehrte seit 2016 ausschließlich mit Garnituren aus 4 N-Wagen und E-Loks der Baureihe 111. Wobei ab 2017 etwa die Hälfte der Leistung von 147ern übernommen wurde. Das neue Konzept führte zu einiger Kritik seitens der Orte und Gemeinden entlang der Strecke. Vor allem in Amstetten führte der Wegfall des RE-Haltes und damit die fast Halbierung der täglichen Züge zu viel Unmut. Auch der lange Aufenthalt der RB in Geislingen wurde vielfach kritisiert. Daher wurde das Konzept zum Dezember 2019, dem Beginn des neuen Verkehrsvertrags, noch einmal überarbeitet. Unverändert blieb der RE, der im Rahmen des Netz 2 ausschreibungstechnisch ausgekoppelt war und separat an die DB Regio vergeben wurde. Diese modernisierte die zum Teil in die Jahre gekommenen Doppelstockwagen bis Dezember 2019 grundlegend und schattete sie unter anderem mit Steckdosen und WLAN aus. Die Zugloks werden auch in Zukunft weiter die 146.2 E-Loks sein, die ab der vollständigen Fertigstellung der Südbahn-Elektrifizierung dann auch bis Lindau durchfahren können. Die Regionalbahnen im Vilstal, die Teil des Loses 2 Rems-Vils sind, wurden im Dezember 2019 von Go Ahead übernommen. Hier gab es dann noch die angekündigten Verbesserungen. So wurde die bisherige Regionalbahn Stuttgart-Ulm bis Geislingen gekürzt, wo Anschluss an den RE nach Ulm besteht. Dafür wurde die bisherige RB Plochingen-Süßen bis Ulm verlängert, verkehrt jetzt täglich und startet alle 2 Stunden bereits in Stuttgart. In der Summe
ergibt sich mit der als RB16 bezeichneten Verbindung nun täglich zu jeder Stunde ein grober Halbstundentakt bis Geislingen. Im Vergleich zum Übergangsvertrag sind nun wieder durchgehende Fahrten zwischen den kleineren Orten vor und hinter Geislingen möglich, da der 20-minütige Aufenthalt entfällt. Dafür entfällt jedoch auch die Umsteigeverbindung zwischen RB und RE von den kleineren Orten östlich von Geislingen nach Stuttgart, sodass hier nun die gesamte Strecke mit der RB zurückgelegt werden muss. Dafür entfällt zumindest alle 2 Stunden der Umstieg. In Amstetten hält übrigens auch heute noch nur ein Zug pro Stunde. Über die Philippstalbahn ist zu vermuten, dass sich mit der Öffnung der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm und dem damit wegfallenden Fernverkehr hier noch einmal einige Änderungen ergeben werden. Auf der neuen RB16 setzt Go Ahead Flirt 3 Elektrotriebwagen ein. 19.5 und 13 Dreiteiler stehen für die Vilstal- und die Remsbahn zur Verfügung. Ein Fünfteiler bietet 272 und ein Dreiteiler 164 Sitzplätze. Um 4 N-Wagen mit knapp 400 Sitzplätzen adäquat zu ersetzen, ist zumindest ein Zug aus einem 5- und einem Dreiteiler nötig. Um 5 Doppelstockwagen mit insgesamt rund 600 Sitzplätzen zu ersetzen, reicht jedoch selbst ein doppelter Fünfteiler nicht aus. Und dazu kommt, dass nur auf den wenigsten Zügen doppelte Fünfteiler fahren und auch ein 5 plus ein 3 sowie 2 Dreiteiler auf der Tagesordnung stehen. Und darüber hinaus kommt es natürlich auch immer wieder außerplanmäßig zum Einsatz von nur einem Triebwagen. Vor allem in der Anfangszeit legte Go Ahead diesbezüglich keinen sehr guten Start hin und verkehrte aus diversen Gründen in den Stoßzeiten regelmäßig mit Einfachtraktionen oder fiel sogar ganz aus, was zu erheblichem Pendlerfrust und massiven Beschwerden in der lokalen Presse führten. Diese führten sogar so weit, dass das Land Baden-Württemberg mit der Deutschen Bahn die Freigabe eines morgendlichen Intercity-Zuges zwischen Geislingen und Stuttgart aushandeln musste, um den Regionalverkehr von den vielen Pendlern zu entlasten. Erst infolge der ruhigeren Monate während der Corona-Einschränkungen konnte Go Ahead den Verkehr auf der Vilstalbahn einigermaßen stabilisieren. Der Fakt, dass selbst 2 Fünfteiler jedoch knapp unter der Kapazität von 5 Doppelstockwagen liegen, bleibt aber trotz der häufigeren Zugfahrten bestehen. Das angesprochene Netz Rems-Vils umfasst logischerweise neben der Vilstalbahn auch noch die Remsbahn Stuttgart-Aalen, der wir uns nun als nächstes widmen möchten. Hier verkehrte bis Juni 2019 ein stündlicher Regionalexpress der DB Regio, der ab Schorndorf überall hielt. Im Berufsverkehr wurde das Angebot zum Halbstundentakt verdichtet und durch einen gut 10 Minuten schnelleren IRE ergänzt. Zum Einsatz kamen in der Regel Garnituren bestehend aus 6 N-Wagen, 1 von E-Loks der Baureihen 111 und 146 bespannt wurden. Damit ist die Remsbahn die einzige Strecke Deutschlands gewesen, auf dem die Kombination aus N-Wagen und einer 146 seinerzeit planmäßig eingesetzt wurde. Die Garnituren boten ca. 550 Sitzplätze. Am Wochenende wurden Doppelstockwagen eingesetzt. Mit Beginn des Übergangsvertrags wurden die N-Wagen dann vollständig durch Doppelstockwagen der 3. Generation ersetzt, die fortan ausschließlich von 111ern, ab und zu auch von 114ern gezogen bzw. geschoben wurden. Dabei kamen sowohl 3, 4 als auch 5 Wagengarnituren zum Einsatz, wobei nur eine 5-Wagen-Garnitur eine Sitzplatzerhöhung im Vergleich zu 6 N-Wagen darstellt. In Aalen bestand zu jeder Stunde immer Anschluss an einen Regionalexpress Linie Ulm-Ellwangen, der alle 2 Stunden bis Greilsheim weiterfuhr, damals jedoch noch nichts mit den Stuttgarter Netzen zu tun hatte. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass hier im Misch Dieseltriebwagen der Baureihen 628 und 644 verkehrten. Zum kleinen Fahrplanwechsel im Juni 2019
übernahm dann Go Ahead die Leistungen. Der bisherige RE wird trotz selber Unterwegshalte seitdem als RB13 geführt und verkehrt außer sonntags nun im durchgehenden Halbstundentakt. Außerdem verkehrt er stündlich über Aalen hinaus bis Ellwangen und alle 2 Stunden weiter bis Greilsheim, womit dort der bisherige Regionalexpress aus Ulm ersetzt wird, der dementsprechend jetzt immer in Aalen endet. Ebenfalls neu ist ein täglich verkehrender 2-stündiger Interregio-Express von Aalen über Stuttgart nach Karlsruhe, der nur in Schwäbisch Gmünd und Schorndorf hält. Auf der RB13, die wie angesprochen mit der RB16 ein Teilnetz bildet, kommen dieselben Flirt-3-Züge zum Einsatz. Auch hier gilt wie im Vilstal, dass die Kapazität der bisherigen 5 Doppelschubwagen-Garnituren nie erreicht werden kann und so in vielen Fällen mit geringerer Kapazität gefahren wird. So konnte ich während meiner Aufnahmen, die zwar außerhalb des Berufsverkehrs entstanden, fast nur einzelne Dreiteiler antreffen, die mit ihren 164 Sitzplätzen sogar unter der Kapazität von 2 Doppelstockwagen liegen. Und ein Blick in die Presse entlang der Strecke verrät, dass dieser Eindruck gar nicht so unrepräsentativ ist und häufig deutlich zu kurze Züge verkehren. Zwar kann man natürlich dagegen halten, dass die Anzahl der Zugfahrten verdoppelt wurde, doch selbst dann liegt man beim Einsatz einzelner Dreiteiler bei weniger Sitzplätzen in einer Stunde als zuvor. Außerdem gab es im stark frequentierten Berufsverkehr ja bereits vorher einen Halbstundentakt, bei dem dann selbst bei 2 aufeinanderfolgenden 3-Wagen-Garnituren pro Stunde etwa 600 Sitzplätze angeboten werden konnten. Um diesen Minimalwert zu erreichen, müssen die beiden aufeinanderfolgenden heutigen RB13er mindestens doppelte Dreiteiler sein. Der IRE, der die Linie Nummer 1 zugeteilt bekam und sich im Übrigen mit der hier verkehrenden IC-Linie 61 zum Stundentakt ergänzt, verkehrt zwar mit identisch eingerichteten Flirt-3-Zügen, bei denen es sich hier auch um 4- und 6-Teiler aus dem Teilnetz Franken-Enz handelt. Die auf dem IRE am häufigsten anzutreffende Kombination aus einem 4- und einem 6-Teiler kann das mit insgesamt 544 Sitzplätzen tatsächlich mit 5 Doppelstockwagen aufnehmen und stellt so auf der Remsbahn als neue Verbindung durchaus eine starke Angebotsverbesserung dar. Während der baubedingten Brechung des IRE in Stuttgart, mehr dazu noch später, sind jedoch nicht nur einige Fahrten aus dem Fahrplan ganz gestrichen worden, nein, die verbleibenden werden auch tatsächlich mit nur einem 6-Teiler, also nicht den geplanten Kapazitäten gefahren. Trotzdem verzeichnet der IRE, wie gesagt, als neu eingeführte Linie hier ein nennenswertes Angebotsplus. Allerdings wurde das eben dargestellte Angebot bisher so fast nie gefahren, denn aufgrund massiver Probleme mit Personal und Fahrzeugen verkehrte die RB13 zeitweise zwischen Ellwangen und Greilsheim als Ersatzbus und der IRE1 endete bis Februar 2020 immer bereits in Schwäbisch Gmünd. Und da im April 2020 dann bereits der eingeschränkte Baustellenfahrplan in Betrieb ging, gab es bisher nur 2 Monate, in denen das geplante Angebot überhaupt zur Gänze gefahren wurde. In eine ähnliche Richtung wie die Remsbahn führt die Murbahn Stuttgart-Nürnberg über Schwäbisch Hall-Hessental und Greilsheim. Bis einschließlich 2016 war die Murbahn auf dem Abschnitt Backnang-Schwäbisch Hall die einzige Strecke im Raum Stuttgart, auf der an jedem Wochentag ausschließlich M-Wagen-Garnituren verkehrten. Es existierte ein stündlicher Regionalexpress Stuttgart-Schwäbisch Hall-Hessental, der alle 2 Stunden weiter bis Nürnberg verkehrte. Am Wochenende verkehrte der Schwäbisch-Haller-Zug zum größten Teil sogar erst ab Backnang. Hier kamen, wie angesprochen, ausschließlich Garnituren mit 4-6 N-Wagen zum Einsatz, die von E-Lok der Baureihe 111 gezogen bzw. geschoben wurden. Mit Beginn des Übergangsvertrags Ende 2016 wurden die Nürnberger Züge auf 114er mit 4 Doppelstockwagen der 3. Generation umgestellt.
wo er bis April 2019 auch noch einer der vier Umläufe weiterhin mit N-Wagen verkehrte, der allerdings dann ebenfalls von einer 114 gezogen wurde. Auf den Zügen nur bis Schwäbisch Hall-Hessental verkehrten zunächst weiterhin die alten N-Wagen-Garnituren, bis dort bereits im Dezember 2017 ein neuer Verkehrsvertrag mit der DB Regio startete. Dieser sieht vor, dass neben dem ausgekoppelten RE nach Nürnberg, bei dem der neue Verkehrsvertrag erst später startete, alle 2 Stunden ein RE19 Stuttgart-Schwäbisch Hall-Hessental verkehrt. Durch die Verschiebung diverser Zugkreuzungen und dem Wegfall eines längeren Aufenthalts in Schwäbisch Hall-Hessental verkürzte sich die Fahrzeit der Regionalexpresszüge um ca. 15 Minuten pro Richtung. Daraus ergibt sich jedoch, dass der RE19 in Schwäbisch Hall-Hessental eine Minimalwendezeit von nur noch 7 Minuten besitzt. Neu ist zudem die Linie RB19, die von Montag bis Samstag stündlich zwischen Stuttgart und Geildorf West verkehrt und zusammen mit den RE-Zügen einen 30-Minuten-Takt bildet. Dafür halten die REs jetzt außer sonntags und spätabends, wo die Regionalbahn nicht verkehrt, nicht mehr in Vornsbach und Fichtenberg. Zum Einsatz kommen auf RE und RB19 vierteilige Talent-2-Triebwagen der Baureihe 442 in aller Regel in Einfachtraktion. Eine Einheit bietet jeweils 215 Sitzplätze. Doppeltraktionen kommen nur vereinzelt in den Stoßzeiten vor. Das führt auch hier zu einem merklichen Sitzplatzrückgang im Vergleich zu den N-Wagen-Garnituren. Der auf anderen Strecken kritisierte Sitzplatzrückgang im Berufsverkehr erweist sich hier jedoch als weniger gravierend. Schließlich verkehren hier mit der RB19 jetzt auch im Berufsverkehr doppelt so viele Züge als zuvor, wenn auf den meisten anderen Strecken nur die HVZ-Verstärker auf den restlichen Tag ausgeweitet wurden. Und so hörte man auf der Murbahn tatsächlich auch deutlich weniger Kritik an den neuen Zügen oder deren Zuverlässigkeit. Schließlich konnte hier auch ab dem ersten Tag des neuen Vertrags mit der vollen Kapazität der neuen Fahrzeuge gestartet werden. Doch auch auf der Murbahn sollte es noch Probleme geben, denn der Nürnberger RE wurde ja wie angesprochen getrennt ausgeschrieben und sollte zum Dezember 2019 von Go Ahead übernommen werden. Zum Einsatz sollten zwar auch hier Flirt-Triebwagen kommen, allerdings in Form der Weiterentwicklung Flirt 3XL, der durch einen längeren Mittelwagen trotz der Ausführung als Dreiteiler mehr Sitzplätze bietet und in Doppeltraktion, wie auf dem RE90 in nahezu allen Fällen gefahren werden soll, mit 440 Sitzplätzen in etwa auf dem Niveau der Garnitur mit 4 Doppelstockwagen ist. Da diese Züge jedoch erst kurz vor dem Fahrplanwechsel eine Zulassung erhielten und Go Ahead Zustände mit einer massiven Unzuverlässigkeit wie auf anderen Strecken vermeiden wollte, zog das Unternehmen selbst die Notbremse und bestellte für den Zeitraum von Dezember 2019 bis April 2020 einen Ersatzverkehr bei TRI, WFL und der Zentralbahn. Und so fuhren über 4 Monate auf der jetzt als RE90 bezeichneten Linie ausschließlich N-Wagen-Garnituren der 3 genannten Betreiber. Die Garnituren der Zentralbahn wurden alle mit 111er E-Loks bespannt. Und die von TRI, die jedoch nur je einen Verstärker pro Tag und Richtung übernahm, bei einer Baureihe 182. An den WFL-Zügen hingen über die Monate hinweg diverse Loks von Railpool und Beacon Rail Leasing. In erster Linie handelte es sich dabei um graue 185er, oder auch eine rote 145. Zum Abschluss des Ersatzverkehrs verkehrte am 17. April 2020 sogar eine Garnitur mit einer Baureihe 141. Ausführlichere Informationen zum Ersatzverkehr auf der Murbahn mit detaillierten Infos zu allen Betreibern und Fahrzeugen gibt es in einer Dokumentation auf dem Kanal Zug 2013, die ich für euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Seit 18. April 2020 verkehren nun die Flirt 3XL-Züge in den geplanten Doppeltraktionen. Zwar ist auch ein monatelanger Ersatzverkehr für ein Unternehmen nicht gerade rühmlich,
Immerhin konnten so aber Zustände wie auf anderen Strecken, bei denen zum Teil über Monate stark eingeschränkt gefahren wurde, vermieden werden und es konnte durchgehend das geplante Zug- und Sitzplatzangebot gefahren werden und es gab lediglich einige Komforteinschränkungen. Ebenso wie auf der Murbahn ging auch auf der Gäubahn bereits im Dezember 2017 ein neuer Verkehrsvertrag mit der DB Regio in Kraft. Bis dahin herrschte folgendes Konzept. Alle 2 Stunden verkehrte ein RE Stuttgart-Singen, der aus einer 146.2 und Doppelstockwagen der 4. Generation bestand. Stundentakt ergänzte er sich mit einem weiteren RE Stuttgart-Rottweil, der immer einen Zugteil nach Freudenstadt mitführte. Dort verkehrten Elektrotriebwagen der Baureihe 425. Außerdem verkehrte alle 2 Stunden eine Intercity der Relation Stuttgart-Zürich über die Strecke, der jedoch damals keine Relevanz für den Regionalverkehr besaß. Ab Dezember 2017 sollte sich dann Folgendes ändern. Der RE Stuttgart-Singen sollte zum IC umbezeichnet werden und weiter bis Zürich verkehren. Zusammen mit dem bisherigen IC ergibt sich dann ein grober Stundentakt zwischen der jeweils größten Stadt Baden-Württembergs und der Schweiz. Beide sollten zwischen Stuttgart und Singen für die Nahverkehrsnutzung freigegeben sein und als RE 87 geführt werden. Zum Einsatz sollten neue IC2 Doppelstockwagen-Garnituren kommen, zunächst übergangsweise mit 146er und ab 2019 dann mit fabrikneuen 147er Loks. Wie bisher sollte es zudem alle 2 Stunden einen RE Stuttgart-Rottweil mit Zugteil nach Freudenstadt geben, der dann mit Tallinn-2-Triebwagen verkehrt. Wie zuvor ergänzt sich der RE bzw. jetzt IC in Richtung Singen-Zürich mit dem RE nach Rottweil zum Stundentakt. Wie auch auf der Murbahn klappte die Umstellung auf Tallinn-2-Triebwagen sehr reibungslos. Die neue Linie RE 14 wird in Eutingen im Gäu geteilt und führt weiter als RE 14a nach Rottweil und RE 14b nach Freudenstadt. Weniger reibungslos verlief die Umstellung auf dem RE 87, auf dem aufgrund der fehlenden Schweizzulassung der IC2 bis heute nicht wie geplant gefahren werden kann. So verkehrt der Intercity, der den vorherigen Regionalexpress ersetzt, aktuell nur bis Singen und er spricht damit 1:1 dem früheren RE. Der Zug in der anderen Stunde verkehrt zwar weiterhin durch bis Zürich, dafür allerdings noch nicht mit den Intercity 2 Garnituren, sondern nach wie vor mit Schweizer IC-Wagen und Taurus E-Loks der ÖBB. Wann die Schweiz-Zulassung der IC2 erfolgen wird und damit der Stundentakt bis in die Schweiz sowie der ausschließliche IC2-Einsatz starten wird, ist derzeit unklar. Kommen wir zur Residenzbahn Stuttgart-Karlsruhe. Hier verkehrte zu Zeiten des großen Verkehrsvertrags ein 2-stündiger Interregio-Express Stuttgart-Karlsruhe mit Halt nur in Vaihingen, Mühlacker, Pforzheim und Karlsruhe-Durlach, der unter anderem durch die Nutzung der Schnellfahrstrecke zwischen Stuttgart und Vaihingen eine beachtliche Fahrzeit von 55 Minuten erreichte. Immer in der Stunde, in der kein IAE fuhr, gab es einen Intercity.
deutlich mehr Stationen, band der ebenfalls zweistündige Regionalexpress an, der allerdings 20 Minuten langsamer war. Zum Stundentakt ergänzte sich dieser mit dem Regionalexpress Stuttgart-Heidelberg, der infolgedessen ebenfalls alle 2 Stunden verkehrte. Während der RE nach Karlsruhe zwischen Bietigheim und Pforzheim überall hielt, legte er zwischen Pforzheim und Karlsruhe nur in Wilferdingen-Singen und Durlach einen Halt ein. Hier verkehrte dafür die S5 der S-Bahn Karlsruhe immer mindestens im 30-Minuten-Takt. Je nach Wochentag fuhren davon einige Züge über Pforzheim hinaus und ergänzten so das bestehende RE-Angebot. An jedem Wochentag gab es alle 2 Stunden eine S5 bis Mühlacker, wodurch mit dem RE hier ein Stundentakt gebildet werden konnte und in Mühlacker ein Anschluss auf den Heidelberger RE geboten wurde. Nur von Montag bis Freitag kam pro Stunde immer eine weitere S5 hinzu, die bis Bietigheim-Bissingen verkehrte und somit den RE-Zügen einen Halbstundentakt entstehen ließ. Mit Ausnahme einzelner S5-Eilzüge waren diese Züge zwischen Pforzheim und Karlsruhe jedoch eine halbe Stunde länger unterwegs. Zu nennen ist auch noch die S9, die stündlich zwischen Bruchsal und Mühlacker pendelte. Auf S5 und S9 kamen die 450er Triebwagen der AVG zum Einsatz. Auf dem IRE und dem RE nach Heidelberg verkehrten Doppelstockwagen der 4. Generation mit E-Loks der Baureihe 146.2. Auf dem IRE waren 5 und auf dem RE 4 Wagen angehangen. Der Regionalexpress nach Karlsruhe verkehrte hingegen mit 425er Triebwagen. Mit dem Übergangsvertrag gab es auf dem RE nach Heidelberg einen recht ironischen Generationswechsel. So wurden die Doppelstockwagen der 4. durch solche der 3. Generation ersetzt. Dafür jedoch die Lok auf eine 147 upgradet. Auch auf dem IRE nach Karlsruhe erhielten die 147er Einzug, jedoch weiterhin mit den vorher eingesetzten Doppelstockwagen. Zum kleinen Fahrplanwechsel im Juni 2019 erfolgte dann die Umstellung auf ein komplett neues Linienkonzept und die Betreiber Abellio und Go Ahead. Zum einen wurde das Interregio Express Angebot stark ausgebaut und durch eine weitere stündliche Verbindung ergänzt, sodass nun innerhalb von 2 Stunden immer 3 IREs angeboten werden können, die zusammen mit dem IC der Linie 61 einen Halbstundentakt bilden. Alle 2 Stunden hält ein IRE zusätzlich in Wilferdingen-Singen. Der Grund ist der Wegfall des vorherigen Regionalexpress auf diesem Abschnitt. Im neuen Konzept existiert nun stündlich ein Zug der Linie 17 von Stuttgart nach Mühlacker. Der vordere Zugteil verkehrt immer weiter als RB17A nach Pforzheim und vereinzelt weiter nach Wilferdingen-Singen oder Bad Wildbad. Der hintere Zugteil verkehrt immer in der einen Stunde als RE17B nach Heidelberg mit nur wenigen Unterwegsbahnhöfen und in der anderen als RB17C nach Bruchsal mit halt überall. In der Stunde, in der der RE17B verkehrt, startet in Mühlacker eine zusätzliche RB17C nach Bruchsal, wodurch eine stündliche Regionalbahnverbindung existiert. Darüber hinaus gibt es von Montag bis Freitag zusätzliche RB17A-Züge zwischen Bietigheim-Bissingen und Pforzheim im Stundentakt, die dann dort gemeinsam mit den schon vorgestellten Zügen einen Halbstundentakt bilden. Diese Züge erhalten in Vaihingen immer eine Überholung durch den IRE 1, sodass in beide Richtungen Umsteigemöglichkeiten auf die Expresszüge nach Karlsruhe und Stuttgart bestehen. Mit dem neuen Konzept fallen alle S5-Züge östlich von Pforzheim und die komplette S9 bis auf einzelne Verstärker zwischen Bruchsal und Bretten vollständig weg und werden durch Regionalbahnen ersetzt. Das neue Liniensystem mit den Kennbuchstaben A, B und C wurde von etlichen Leuten als verwirrend kritisiert, was ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann. Gerade im Fall von Zugteilungen oder Linienläufen, die sich nur in kleinen Details unterscheiden, gibt eine solche Nummerierung meiner Meinung nach nämlich durchaus Sinn, da so auf den gemeinsamen Abschnitten unter einer einheitlichen Liniennummer verkehrt werden kann, gleichzeitig aber die Buchstaben Auskunft über den exakten Linienverlauf geben. Noch besser wird dies beim RE10 zur Geltung kommen, zu dem wir aber noch kommen. Zurück zur Residenzbahn.
Denn möglicherweise ist es manch einem bereits aufgefallen, dass der IAE1 auf dieser Strecke derselbe IAE1 wie auch auf der Remsbahn ist und der dementsprechend alle 2 Stunden über Stuttgart hinaus bis Aalen verkehrt und so in gut 2 Stunden einmal ganz Baden-Württemberg in West-Ost-Richtung befährt. Er verkehrt, wie bereits bei der Remsbahn erwähnt, in der Regel mit einer Doppeltraktion aus einem 4- und einem 6-teiligen Flirt 3, was nur knapp unter der Kapazität von 5 Doppelstockwagen liegt und so in Anbetracht der Verdreifachung des Takts als positive Entwicklung gesehen werden kann. Die Linien RB17A bis C übernahm Abellio mit Talent-2-Triebzügen. Es existieren dabei 3 Teiler mit 163 und 5 Teiler mit 273 Sitzplätzen. Theoretisch soll auf den RB-Pendeln zwischen Bietigheim-Bissingen und Pforzheim sowie auf der RB17C 3 Teiler und auf der RB17A und dem RE17B 5 Teiler zum Einsatz kommen. Zwischen Stuttgart und Mühlacker wird somit das Sitzplatzangebot immer in der Stunde, in der mit der RB17A und dem RE17B 2 5-Teiler verkehren, im Vergleich zu den 4 Doppelstockwagen oder doppelten für 25 steigern, und in der Stunde, in der die RB17A und die RB17C vereinigt fahren, also ein 3- und ein 5-Teiler verkehren, etwa gleich bleiben. Hinter der Zugteilung ist die Kapazität jedoch insbesondere auf dem RE17B geringer als zuvor. Auf allen Zügen, die Leistungen der ehemaligen S5 und S9 ersetzen, steigt die Sitzplatzkapazität auch. Auch bei den Abellio Talent 2ern machten die Fahrzeuge dem geplanten Konzept einen Strich durch die Rechnung. Denn während es bei den Go-Ahead Flirt 3ern nur zu kleineren technischen Problemen kam, war zum Zeitpunkt der Übernahme aufgrund diverser Verzögerungen noch nicht ein einziger Talent 2 für Abellio einsatzbereit, weshalb Abellio etliche Ersatzzüge organisieren musste. Die Züge bis Stuttgart verkehrten meist mit 425ern oder zum Teil auch mit 440ern der Agilis. Alle anderen verkehrten größtenteils noch mit den AVG 450ern von zuvor. Bis Dezember 2019 konnten nach und nach auch die Talent 2 Züge in Betrieb gehen, die mittlerweile alle Leistungen übernehmen. Allerdings fehlt der Kombination aus einem 3- und einem 5-Teiler derzeit noch die technische Zulassung, sodass die Einteilung der 3- und 5-Teile, wie hier genannt, derzeit noch nicht gefahren werden kann und in der Realität derzeit deshalb recht chaotisch ist. Genau nachdem genug Talent-2-Züge für die Linien der RB bzw. RE17 ausgeliefert waren, übernahm Abellio mit der Frankenbahn dann bereits die nächste Strecke, für die dann erneut nicht genug Fahrzeuge zur Verfügung stehen konnten. Aber das alles der Reihe nach. Auf der sogenannten Frankenbahn Stuttgart-Würzburg verkehrte zu Zeiten des großen Verkehrsvertrags ein größtenteils zweistündlicher, zum Teil mit Verstärkern zum Stundentakt verdichteter Regionalexpress Stuttgart-Würzburg, der von Montag bis Freitag mit 5 N-Wagen und E-Loks der Baureihe 143 gebildet wurde. Am Wochenende verkehrte er mit Doppelstockwagen und 146ern. Hinzu kam eine stündliche Regionalbahn bis Neckarsulm, die ohne festen Takt im Durchschnitt etwa alle 2 Stunden weiter bis Osterburken und vereinzelt weiter bis Lauda fuhr. Ergänzend hinzu kamen von Montag bis Freitag weitere Regionalbahnen, die zwischen Stuttgart und Heilbronn pendelten und dort so einen durchgehenden Halbstundentakt herstellten. Am Wochenende verkehrte nur die stündliche RB Stuttgart-Neckarsulm sowie eine separate RB Bad Friedrichshall-Osterburken im 2-Stunden-Takt. Außerdem gab es am Wochenende alle 2 Stunden einen durchgebundenen RE Mannheim-Stuttgart, der zwischen Heilbronn und Stuttgart wie die Regionalbahn hielt und hier damit ein Regionalbahnangebot aus 3 Zügen in 2 Stunden bildete. Zum Einsatz kommen auf den Regionalbahnen, die weiter bis Neckarsulm oder Osterburgen fuhren, 146.2 E-Loks mit Doppelstockwagen der 3. und 4. Generation.
die zusätzlichen Regionalbahn Stuttgart-Heilbronn verkehrten wie der RE nach Würzburg ausschließlich mit N-Wagen und 143er-Linos. Ebenfalls für uns von Relevanz sind auch die damaligen Linien RE2 Heilbronn-Mannheim über Sinsheim und RE3 Heilbronn-Mannheim über Mosbach-Neckar-Elz und Eberbach. Beide verkehrten jeweils alternierend im 2-Stunden-Takt und mit Elektrotriebwagen der Baureihe 425. In Heilbronn bestand von Montag bis Freitag immer ein knapper Umstieg an die RB Heilbronn-Stuttgart, der am Wochenende durch einen alle 2 Stunden durchgebundenen RE ersetzt wurde. Zu Beginn des Übergangsvertrags änderte sich am Fahrplan nur Unwesentliches, dafür aber der Fahrzeugeinsatz recht grundlegend. Auf dem RE wurden die N-Wagen komplett durch Garnitur mit 4 Doppelstockwagen und E-Loks der Baureihe 111 ersetzt. Bei den Regionalbahnen wurden die bisherigen Doppelstockwagen und ein Teil der N-Wagen komplett ersetzt. Stattdessen verkehrten auf etwa 2/3 der Umläufe aus Ostdeutschland übernommene XDR-Dostos der ersten und zweiten Generation, meist mit 112er E-Loks, vereinzelt auch mit 114ern. Das restliche Drittel erbrachten weiterhin N-Wagen, die seitdem jedoch ausschließlich von 147ern gezogen werden. Auch ein IAE-Verstärker Stuttgart-Osterburgen verkehrte seitdem wieder mit N-Wagen, obwohl hier zuvor Doppelstockwagen verkehrten. Dieses Konzept blieb dann bis Dezember 2019 in der Form erhalten. Dann gab es mit dem neuen Verkehrsvertrag einige grundlegende Änderungen. Der neu als RE8 bezeichnete Regionalexpress wird seitdem im durchgehenden Stundentakt angeboten. Er ist die letzte Linie in diesem Video, auf der Go Ahead den Verkehr übernahm. Planmäßig sollten auf allen Zügen doppelte Vierteiler eingesetzt werden, die sitzplatztechnisch in etwa den 4 Doppelstockwagen entsprechen. Doch während der von Go Ahead in den Anfangsmonaten abgelieferte Zustand auf den meisten bisher vorgestellten Linien zwar nicht gerade rosig, aber im Vergleich mit Betreiberwechseln in anderen deutschen Regionen nicht ganz unnormal war, erwies sich die Situation auf der Frankenbahn als katastrophal. Wegen diversen Fahrzeug- und Personalmängeln fielen zum Teil bis zu 75% der RE8-Leistungen ersatzlos aus. So verkehrten während meines Besuchs auf der Frankenbahn im Februar zwischen 10 und 18 Uhr nur 2 RE8-Züge pro Richtung und diese zum Großteil sogar noch in Einfachtraktion. Und das bezieht sich wohlgemerkt nicht nur auf die Abschnitte Stuttgart-Osterburgen und Lauda-Würzburg, auf denen Parallelverkehr stattfindet, sondern auch auf den Abschnitt Osterburgen-Lauda, auf denen dann zum Teil stundenlang kein einziger Zug verkehrte.
Um diesen katastrophalen Zuständen entgegenzusteuern, vergab das Land Baden-Württemberg per Notvergabe einen vorübergehenden Ersatzverkehr an die DB Regio, die seit April 2020 vorübergehend 2 der 5 Umläufe übernimmt und hier wie zuvor Doppelstockwagen einsetzt, nun jedoch ausschließlich solche der 4. Generation und E-Loks der Baureihe 147. Die Regionalbahnleistungen hingegen übernahm Abellio, wobei es hier einige grundlegende Änderungen gab. Im Stundentakt verkehrt nun eine RB18 Stuttgart-Osterburken. Die vereinzelten Leistungen über Osterburken hinaus bis Lauda werden seitdem von Würzburger Seite aus betrieben und haben so nichts mehr mit den Stuttgarter Netzen zu tun. Zum Halbstundentakt ergänzt sich die RB18 bis Bad Friedrichshall nun täglich mit dem RE10 Stuttgart-Mannheim zum Stundentakt, der auf dem gemeinsamen Abschnitt trotz seiner Bezeichnung als Regionalexpress wie die Regionalbahn hält. Hinter Bad Friedrichshall verkehrt er dann immer in der einen Stunde als RE10A über Eberbach nach Mannheim und in der anderen als RE10B über Sinsheim nach Mannheim, womit die bisherigen Linien RE2 und RE3 ersetzt werden. Seit Juni 2020 sind RE10 und RB18 außerdem über Stuttgart hinaus bis Tübingen durchgebunden, aber mehr dazu gleich. Zuletzt gehören zum Abellio-Netz auch noch einzelne Verstärker zwischen Stuttgart und Öhringen-Kappel. Wie angesprochen, konnte der geplante Talent 2 Einsatz ab Dezember 2019 nicht realisiert werden. Mit Mühe beschaffte Abellio genug Fahrzeuge für den Einsatz zwischen Mannheim und Heilbronn und brach den RE10 in Heilbronn. Zwischen Mannheim und Heilbronn verkehrten so größtenteils einteilige Talent 2 Dreiteiler. Zwischen Heilbronn und Stuttgart verkehrten auf dem RE10 Ersatzgarnitur mit 147er und Doppelstockwagen. Die RB18 wurde komplett mit Triebwagen der Baureihen 425 und 426 gefahren, die zuvor bereits auf der Residenzbahn ihren Dienst für Abellio erbracht hatten. Da abzusehen war, dass Abellio diese Fahrzeuge noch länger für diverse Ersatzfahrten benötigen würde, wurden sie unter anderem mit Abellio-Logos und etlichen Aufklebern im und am Fahrzeug ausgestattet. Außerdem wurde in den Einstiegsbereich ein auch in den Neufahrzeugen zu findender Begrüßungsteppich ausgelegt, der als einziges auch in allen anderen Ersatzfahrzeugen im Auftrag von Abellio ausgelegt wurde. Durch die fortschreitende Auslieferung der Talent 2 Züge konnten nach und nach die Doppelstockwagengarnituren abgelöst werden, die zum Teil seitdem wieder auf dem RE8 fahren. Im Juni 2020 erfolgte dann die angesprochene Verknüpfung mit der Neckar-Albbahn, was den Fahrzeugeinsatz noch einmal komplett auf den Kopf stellte. Bevor wir uns dem weiter annehmen, müssen wir zunächst die Neckar-Albbahn genauer betrachten. Vor Inkrafttreten des Übergangsvertrags verkehrte der damals stündlich angebotene RE Stuttgart-Tübingen mit Doppelstockwagen der 3. und 4. Generation sowie E-Loks der Baureihe 143. Im Berufsverkehr verkehrte er halbstündig, wobei dann auch eine Garnitur mit N-Wagen und 111ern verkehrte. Gut 15 Minuten schneller verkehrte ein zweistündiger Interregio-Express Stuttgart-Aulendorf, der in der Regel bis Tübingen einen Zugteil nach Rottenburg am Neckar sowie vereinzelt weiter nach Horb mitführt, mit 6 Zwölftriebwagen. Der auf der Neckar-Albbahn allerdings nur in Stuttgart, Reutlingen und Tübingen hielt. Ein Verstärker im Berufsverkehr bildete zudem einen zeitweisen Stundentakt bis Tübingen. Dieser Verstärker, der ja bis Tübingen ausschließlich auf der elektrischen Strecke verkehrte, verkehrte ebenfalls mit N-Wagen und einer 111er E-Lok. Zur Bedienung aller Unterwegsbahnhöfe zwischen Wendlingen und Tübingen dienten die beiden stündlichen Regionalbahnen Herrenberg-Bad Urach und Herrenberg-Wendlingen, zum Teil auch weiter bis Plochingen, die sich bis Metzingen zum Halbstundentakt ergänzten. Sie verkehrten mit Dieseltriebwagen der Baureihe 650. Mit
Mit Inkrafttreten des Übergangsvertrags verkehrten ab Dezember 2016 auf den elektrischen Leistungen nur noch 111er Loks sowie vereinzelt 114. Die N-Wagen-Leistungen auf dem RE im Berufsverkehr sowie auf dem IAE-Verstärker wurden jedoch beibehalten. Auf dem nicht zu den hier vorgestellten Stuttgarter Netzen gehörenden IRE nach Aulendorf erfolgte bis Dezember 2017 die Modernisierung aller 612er, die sich so als erste Züge Baden-Württembergs bereits im neuen Design präsentierten. Auf allen anderen Linien änderte sich bis Juni 2020 nur Unwesentliches. Im letzten halben Jahr verkehrten aufgrund freigewordener Loks und Wagen von anderen Strecken, allerdings auf dem RE nur noch Doppelstockwagen und diese zum Großteil sogar schon mit 147. Erst im Juni 2020 ging dann hier das neue Konzept in Betrieb. Dieses sieht vor, dass der Aulendorfer IAE nun täglich bis Tübingen zum Stundentakt verdichtet wird und die Bezeichnung IAE 6 erhält. Die bisherigen Regionalexpresse wurden wie angesprochen auf die Frankenbahn durchgebunden, was einen durchgehenden Halbstundentakt zur Folge hat. RE 10 und RB 18 unterscheiden sich dabei jedoch sogar in ihren Unterwegsbahnhöfen, da die RB 18 zusätzlich in Oberbohingen und Bempflingen hält. Das hat wiederum zur Folge, dass die Regionalbahn Herrenberg-Wendlingen seitdem nur noch bis Reutlingen verkehrt. Für die neuen IAE 6 Leistungen ist wie für den RE 10 und die RB 18 Abellio verantwortlich. Wann mit wie vielen Zugteilen gefahren werden soll, ist aufgrund der angesprochenen fehlenden Zugleistung einiger Fahrzeugkombinationen sowie des laufenden Ersatzverkehrs derzeit noch nicht absehbar. Laut Verkehrsministerium werden es bis zu 599 Sitzplätze sein, was eine Steigerung im Vergleich zu fast allen auf der Strecke bisher eingesetzten Kombinationen wäre. Durchaus dafür spricht, dass selbst während des Ersatzverkehrs bei dem Fahrzeug in aller Regel knapp kalkuliert sind, im Berufsverkehr mehrere Garnituren mit 3 425ern verkehrten. Und ja, wie schon gesagt, auch auf der Neckaralbahn gab bzw. gibt es aktuell noch einen Ersatzverkehr aufgrund noch nicht ausgelieferter Talent-2-Triebzüge. Die RB 18 verkehrt dabei überwiegend, wie auch im ersten Halbjahr 2020, mit 425 bzw. 426 Triebwagen. Mittlerweile aber auch zu etwa einem Drittel mit Talent-2-Triebwagen. Bis Ende Juni gab es auf der RB 18 auch noch eine Garnitur bestehend aus TAI-N-Wagen und einer Taurus-E-Lok. Der RE 10, der im Übrigen auch im zweiten Halbjahr 2020 immer in Heilbronn gebrochen ist und so noch nicht bis Mannheim durchfährt, verkehrt zu etwa einem Drittel ebenfalls bereits mit den neuen Talent-2-Triebzügen. Die andere Hälfte übernehmen hier derzeit Ersatzgarnituren mit N-Wagen. Eine Garnitur besteht aus einer Baureihe 182 und N-Wagen des Betreibers TRI. Zwei weitere übernimmt die WFL. Darüber hinaus betreibt WFL auch die Ersatzgarnituren auf den beiden Umläufen des IRE 6. Die beiden RE 10 Garnituren und eine der beiden IRE 6 Garnituren verkehren mit roten N-Wagen. Die Loks sind alle von HSL angemietet, die HSL jedoch größtenteils selbst nur angemietet hat. So verkehren in der Regel zwei Garnituren mit Draper 185ern. Diese tragen auch eine Werbeaufschrift, die auf die Kooperation von WFL und HSL hinweist. Außerdem kann die bereits von der Murbahn bekannte 145 der Beacon Rail Leasing an einer Garnitur zum Einsatz kommen. Ebenso wie eine der beiden blauen 146er. Ebenfalls mit blauer 146 verkehrt die andere IAE 6 Garnitur, mit der jedoch keine N-Wagen, sondern 4 SRI-Doppelstockwagen angehangen sind.
Auf 146.521 lässt sich dabei bei genauer Betrachtung noch die Aufschrift des ehemaligen Interconnex erkennen. Der Interconnex war ein privater Fernzug, der von 2002 bis 2014 unter anderem zwischen Leipzig und Warnemünde verkehrte. Die angehangenen Doppelstockwagen wirken zwar von außen recht exotisch, entsprechen jedoch von innen mit Ausnahme nachträglich eingebauter Steckdosen noch dem Zustand aus DB-Zeiten. Beinahe noch exotischer ist die für einen Berufsverkehrverstärker vorgehaltene Garnitur bestehend aus 4DR-Dostos mit WFL-Logos und einer Baureihe 112. Auch zum Ersatzverkehr von Neckar Alpbahn gibt es ausführlichere Informationen in der Dokumentation von Zug 2013, Link in der Videobeschreibung. Die N-Wagen und Doppelstockwagen sollen voraussichtlich bis Dezember 2020 verschwinden. Ob bis dahin genug für 42 einsatzbereit sind, um auch die für 25er zu ersetzen und dann das geplante Konzept vollständig in Betrieb zu nehmen, bleibt abzuwarten. Und so haben wir uns nach fast einer Stunde einen ziemlich genauen Überblick darüber verschafft, was genau sich im Regionalverkehr rund um Stuttgart verändert hat. Insgesamt hat sich das Fahrplanangebot zum Großteil deutlich verbessert und bietet jetzt an jedem Wochentag durchgehende Halbstundentakte von Stuttgart aus nach Tübingen, Geislingen, Aalen und Bad Friedrichshall sowie außer sonntags auch nach Geildorf West und von Montag bis Freitag mittels Umstieg nach Pforzheim an. Außerdem wurden etliche Linien verdichtet und mit moderneren Fahrzeugen ein zukunftsfähigeres Reisen ermöglicht. Berechtigte Kritik lässt sich jedoch insbesondere im Vils und Remstal an den zum Teil deutlich gesunkenen Fahrzeugkapazitäten üben. Ebenso wie an der bis jetzt recht unterdurchschnittlichen Zuverlässigkeit der neuen Betreiber auf einigen Strecken. Insbesondere Go Ahead führt dabei immer wieder zu einigen Schlagzeilen. Auch dabei muss man jedoch immer bedenken, dass zumindest Fahrzeugprobleme, wie sie vor allem Abellio schwer getroffen haben, nicht in erster Linie in der Schuld des Betreibers, sondern des Herstellers liegen. Ich persönlich würde trotz der definitiv berechtigten Kritikpunkte in der Summe von einer Verbesserung des Bahnangebots im Raum Stuttgart sprechen, zumal der bis 2019 anzutreffende Fahrzeugeinsatz zwar aus Eisenbahnfansicht löblich, aus objektiver Sicht allerdings überhaupt nicht mehr zeitgemäß war. Vor allem die Taktverbesserung und zum Teil neuen Linien konnten mich daher positiv stimmen, wenngleich ich natürlich definitiv zugebe, dass bei den Fahrzeugeinsätzen und der Zuverlässigkeit der Unternehmen einiges hätte besser gemacht werden können. Im Übrigen erwägt das Verkehrsministerium Baden-Württemberg bereits, auf der Vilstalbahn wieder einige Züge auf Doppelstockwagen oder Triebwagen umzustellen. Doch wie seht ihr eigentlich die ganze Situation? Stimmt, wenn ihr wollt, gerne einmal in der Infocard oben ab oder schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich möchte dann zum Ende nur noch einmal anmerken, dass ihr mit Inbetriebnahme des neuen unterirdischen Stuttgarter Hauptbahnhofs das Nahverkehrsangebot noch einmal etwas ändern wird, unter anderem in Form von mehr über Stuttgart durchgebundenen Linien. Ich bin dann jetzt am Ende dieses Videos angekommen, verabschiede mich recht herzlich von euch und sage vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.